Liebe Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, schauen wir uns ein paar Umrechnungen an, die man mit der Tabelle lösen kann. Erste Aufgabe. 120 mm. Das ist diese Aufgabe. Möchte ich in Zentimeter umrechnen? Ich benutze eine Tabelle. Die Tabelle ist mit der Stellenwerttafel verwandt und bei der Stellenwerttafel, da gab es immer die Einer und hier werde ich jetzt auch auf die Einerstelle aufpassen. Also, ich mache mir eine Tabelle und bei dieser Tabelle brauche ich drei Kästchen für Kilometer, drei Kästchen für Meter, ein Kästchen für Dezimeter, eins für Zentimeter und eins für Millimeter. Und die Einheit schreibe ich mir immer in das rechte Kästchen. Dezimeter, Zentimeter, Millimeter. So, jetzt gucke ich auf die Einerstelle meiner Zahl, die ich umrechnen möchte. Und außerdem schaue ich auf die Einheit. Ich gucke jetzt, wo stehen Millimeter? Hier. Und jetzt nehme ich die Einerstelle und die trage ich genau da ein, wo meine Einheit steht. Also, die 0 von der 120 kommt bei Millimetern hin. Links von der 0 steht eine 2 und links von der 2 steht eine 1. Okay, jetzt kann ich ablesen, die Zentimeter hat die Einerstelle hier bei der 2. Links davon ist eine 1, das ist also eine 12 und rechts kommt noch eine 0, aber da kann ich mir ein Komma vorstellen. Das sind also 12 Zentimeter. Genauso kann ich es machen, wenn ich 1 cm umrechnen möchte. Ich zeichne wieder meine Tabelle. Kilometer, Meter, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter. So, 1 cm, da ist die Einerstelle bei den Zentimetern. So, und ich möchte jetzt wissen, wie viel Millimeter das sind. Also muss ich hier ablesen. Da steht jetzt nichts. Also nehme ich mir eine 0 dazu. Weil man ja in der Stellenwerttafel Leerstellen nach rechts mit Nullen auffüllen darf. Das sind also 10 mm. Ähnlich geht es, wenn ich die Einheit herausfinden will. Nimm mir mal diese Aufgabe. 3 von welcher Einheit sind 30 cm? Ich starte wieder mit meiner Tabelle. 3 Kästchen Kilometer, 3 Kästchen Meter, dann Dezimeter, Zentimeter, und Millimeter. So, ich habe jetzt 30 cm. Also muss die Einerstelle von der 30, das ist die 0, hier bei den Zentimetern stehen und die 3 hier vorne bei den Dezimetern. Ja, jetzt kann ich auch schon sehen, wenn es 3 sein sollen, dann muss ich die Einheit nehmen bei der jetzt die 3, die Einerstelle wäre. Also 3 Dezimeter sind 30 cm.